Octagons Projekt Y haben wir Frauen gesucht, die noch keine Kampfsporterfahrungen gemacht haben und mutig genug sind, sich in einem Viererturnier um den Projekt Y-Gürtel zu messen. Aus einem Pool von über 500 Bewerberinnen haben wir 4 Kandidatinnen ausgewählt und diese zur Kämpferin ausgebildet. In der ersten Staffel haben UFC-Veteran Pascal Kraus und Profiboxerin Christina Hammer die Damen auf Herz und Nieren geprüft. Sie wurden getestet, bis sie an ihre Grenzen kamen. Und darüber hinaus. Im Halbfinale setzte sich die tapfere Haifa Rezo gegen Erika Tom durch, obwohl sie zu Beginn des Kampfes schwere Treffer einstecken musste. Ein blitzartiger Sieg gelang Laura Kirzel, die ihre Gegnerin in der ersten Runde überrannte und sich mit einer Submission ihr Ticket fürs Finale im September sichern konnte. In der zweiten Staffel nehmen wir euch mit, um den harten Weg der Mädels durch Höhen und Tiefen hautnah wie nie zuvor mitzuerleben. Wir leben mit ihnen, wir trainieren mit ihnen, wir kämpfen und trauern mit ihnen. Eine Kamera, 2 Kämpferinnen und ein Käfig, in dem sich alles entscheidet. Seid dabei beim Finale der zweiten Staffel von Octagon MMA's Projekt Y. Jetzt befinden wir uns in Düsseldorf, der Wahlheimat von Haifa Rezo, die extra für die Teilnahme am Projekt Y umgezogen ist, um das Maximum aus ihrem Training rauszuholen. Hallo! Die 28-jährige Haifa Rezo lebt in Düsseldorf und hat für ihre Teilnahme am Projekt Y alle Brücken hinter sich abgebrannt. Sie ist in Syrien geboren und als die Teilnahme für das Turnier geklärt war, setzte sie alles auf eine Karte und verschreibt ihr Leben nun voll und ganz dem Sport. Auch wenn sie über Fitness und Krafttraining schon eine gute Athletik mitbrachte, hatte die Einzelkämpferin mit enormen Widrigkeiten vor ihrem ersten Match zu kämpfen. Doch die Frau kämpft für die Unterdrückten und will nun denjenigen Hoffnung und eine Stimme geben, die keine haben. Wow, es ist echt viel Zeit vergangen. Wir sind jetzt in der zweiten Staffel. Ich freue mich mega. Ich bin extra für mein Training nach Düsseldorf gezogen. Bin komplett woanders gelandet, in einem anderen Gym. Ich habe jetzt nicht viel von Düsseldorf gesehen, weil ich nur am Trainieren und am Arbeiten bin. Aber ich bin froh, dass ich hier bin in Düsseldorf. Das ist hier mein Schlafzimmer. Das ist mein Bett seit 8 Wochen, okay? Hauptsache, mein Training wird durchgezogen. So fängt jeder Erfolg an. Hier ist meine Trainingsecke. Hiermit verbessere ich meine Schlagkraft, meine Explosivkraft, um meine Gegnerin zu besiegen. Mit einer meiner größten Motivationen ist hier das hier. Das sind meine, ich weiß nicht, wie nennt man das? Handschuhe? Binde für Binden, für Handschuhe. Mit diesen Tapes habe ich Erika geschlagen. Ich habe mir den Sieg geholt vor 10.000 Menschen. Ihr seht auch hier selber, hier ist noch Blut von meiner Gegnerin. Ich stehe auf und weiß, hey, in ein paar Wochen darfst du die wieder tragen. Hier ist meine Kleiderstange, 90% Sportkleidung. Das ist mein Balkon. Wenn ich morgens aufstehe, habe ich meine Routine, um motiviert in den Tag zu starten, diszipliniert. Ungefähr 10 Minuten lang komme ich hier zur Ruhe, mache mir meinen Tee und lasse meinen Geist ausruhen. Wir gehen zu meiner Küche. Diese Küche hat so viel Wert für mich. Ich trainiere sehr hart, aber wir wissen alle, ein gesunder Körper, ein gesunder Geist braucht eine gute Ernährung. Deswegen lasse ich nichts den Zufall, jetzt erst recht nicht vor meinem Kampf. Das heißt, ich bin in einem sehr starken Kaloriendefizit. Es ist alles getrackt. Ich bin ehrlich, das geht schon ein bisschen in die Psyche. Irgendwo möchte ich auch noch leben, aber ich kenne mein Warum, ich kenne mein Ziel und nur mit dieser Art von Form Ernährung und dieser Art von Disziplin erreiche ich mein Ziel. Wer möchte keinen flachen Bauch? Ladies, jetzt mal ehrlich. Was ich als Hintergrund gemacht habe, das erinnert mich einfach daran, wie viel Angst ich hatte vor diesem Kampf, weil sie auch 7 Jahre lang Erfahrung hatte. Und danach habe ich mir stolz den blauen Augen geholt und ich so, ey Haifa, du hast einfach gegen eine Gegnerin gewonnen, die 7 Jahre Erfahrung hatte und dort ist gar nichts. Das motiviert mich, dran zu bleiben. Und jetzt gehen wir ins nächste Interview, was richtig Deep Talk ist. Ich fühle mich hier sehr wohl. Ohne nichts, aber es ist mein Zuhause. Dass ich einfach unter den 500 bin und dass ich jetzt hier nochmal sitzen darf mit euch, das gibt mir so viel Motivation, gerade weiterzumachen. Und um ehrlich zu sein, das habe ich gebraucht, weil man ist immer selber mit sich selber streng, wie hey, du bist nicht gut genug oder du trainierst nicht genug. Doch, ich habe alles richtig gemacht, bis hierhin zu kommen. Denkst du, Laura steckt genauso viel in die Vorbereitung? Ich glaube nicht, dass sie so ein Leben führt. Die kommt auch aus einem guten Elternhaus. Aber ich weiß jetzt nicht, ob sie wirklich mit komplettem Herz und Seele, so wie ich dabei bin, dass ich sage, ey, auch wenn du da krabbeln musst zum Training, du gehst. Ich habe eh nichts zu verlieren. Ich habe ja gar nichts mehr. Also ich gucke auch zu ihr hoch hinaus und ich will sie nicht unterschätzen. Aber natürlich wäre schön, wenn ich gewinnen würde. So ist das nicht, ne? Also was ich mir holen möchte, ist mein Sieg. Diesen Sieg widme ich an meinen verstorbenen Bruder.
Ungefähr in 3 Wochen ist sein Todestag. Er hatte sehr schwere Depressionen gehabt. Er hat selber sehr viel leider erlitten durch meine Eltern. Keiner hat sich sowas verdient. Das ist ein sehr schwieriges Thema. Meine Mutter ist der größte Faktor. Sie hat alles kaputt gemacht. Sie hat uns Kinder tyrannisiert. Also ich bin nicht die Einzige, die Leid erlitten hat. Auch meine Schwester und meine Brüder, wir wurden alle misshandelt. War es psychische Tyrannei, war es auch körperliche Tyrannei? Alles, also körperlich, mental, Verleugnung, Verrat. Die haben selber viel Missbrauch und Misshandlung erlitten. Aus Armut sind wir geflohen. Alles schön und gut. Aber wir wurden ja wirklich unser Leben lang tyrannisiert. Auch im Erwachsenenalter. Also das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, wenn die eigene Familie einen verrät. Na, für sowas gibt es keine Vergebung, bin ich ehrlich. Gab es eine Zeit, wo du dich zurückerinnerst und sagst, war das heile? Oder war gar nichts. Heile? Es war nie heile. Es gibt nichts Schöneres, als wenn du nach Hause kommst, eine Mutter und einen Vater hast. Aber hatte ich nicht. Und ich glaube, das ist auch mit einer der größten Punkte, warum ich so diszipliniert bin. Um selber für mich zu beweisen, Haifa, du bist besser als die, was sie dir angetan haben. Keine Familie, keine Freunde. Nur Fokus auf Sport. Ja. Bei MMA ist es so, die größte Fähigkeit, die du mitbringen musst, ist, Schläge zu bekommen. Das ist für mich gar kein Problem, weil ich schon mit 4 Jahren Schläge bekommen habe. Sie muss mir eine gute geben, dann erinnert mich das aber nicht an sie. Dann steht nicht Laura vor mir, dann stehen aber die ganzen Menschen vor mir, die mich erniedrigt haben. Dann sehe ich meine Mutter und meinen Vater, dann sehe ich aber nicht eine Laura. Ja, und dann ist vorbei. Dann ist komplett vorbei. Und das ist der Unterschied zwischen mir und ihr. Wäre ich jetzt bei meiner Familie gemütlich, hätte ich eine Mutter, hätte ich einen Vater, ich glaube, ich wäre jetzt gar nicht hier. Ich hätte auch, glaube ich, nicht mal MMA angenommen, bin ich ehrlich. Ich habe sehr viele Opfer gebracht, um bis hierhin zu kommen. Und Laura, zu dir, du redest von, mein Pferd muss ich verkaufen. Hey, das ist ein Luxusproblem. Ich wünschte, ich hätte dieses Problem, was du hast. Du hast ein Zuhause und einen Vater. Und soweit ich weiß, eine Mama, die sich um dich kümmert, sei froh, sei dankbar. Verkauf du erstmal dein Pferd und dann will ich mal wissen, wie du dann hier weitermachst. Wir sehen uns im Cage. Über 600 Kilometer entfernt im Süden Deutschlands liegt der idyllische Schliersee. Der Wohnort von Projekt Y-Finalistin Laura Kierze. Hey, willkommen im Schliersee. Schön, dass ihr da seid. Die 24-jährige Laura Kierzel ist in Bayern zu Hause und nimmt für ihren Traum vom Sieg bei Projekt Y auch lange Fahrtwege und Strapazen in Kauf. Trotz ihrer Vorbereitung auf die Kämpfe ist sie Vollzeit berufstätig und hat noch ein eigenes Pferd, das sie rundum versorgt. Im Gegensatz zu anderen Kontrahentinnen musste sie für das Turnier noch einige Kilos zunehmen. Trotz krankheitsbedingtem Ausfall und Verletzungen zur Vorrunde zog sie das Training rigoros durch. Belohnt wurde sie im Halbfinale mit einer blitzartigen Submission. Ein großer Triumph. Nach nicht einmal 3 Minuten. Kommt rein. Guten Morgen, Mr. Merlin. Ich gebe euch eine kurze Roomtour. Wir fangen an mit meinem Ankleidezimmer. Ich habe mir irgendwann mal den eigenen Traum von so einem kleinen Ankleidezimmer erfüllt und habe mir tatsächlich dann irgendwann, weil der Platz ausreichend war, hier noch so ein bisschen so eine Trainingsecke gemacht, dass man dann in der Früh noch so ein paar coole Übungen machen kann. Und dann jeden Morgen habe ich mir vorgenommen, ich stehe auf und dann gehe ich hin und dann mach mal ein bisschen Training, aber ich mach's nicht jeden Tag, sondern ab und zu. Man gibt sein Bestes. So, jetzt sind wir hier im Flügel. Genau, also hier ist noch mein Schlafzimmer. Das ist nur für ausgewählte Personen. Und hier sind wir jetzt in der Küche, wo ich mich tatsächlich zu 95% der Zeit aufhalte. Die Umgebung ist mir schon wichtig, weil ich hier aufgewachsen und verwurzelt bin. Ich mag die Ruhe, ich mag die Berge und ich mag die Natur und das brauche ich auch einfach. Zeig uns einfach mal dein Lieblingsplatz hier davon. Ja, gerne, klar. Wollt ihr einen Kaffee? Braucht man so gleich hier. Ich stehe gerade bei einer krassen Veränderung bei mir selber. Ich habe zwischenzeitlich schon mal dran gedacht, das Ganze abzublasen, weil einfach relativ viel in meinem Leben zusätzlich noch passiert ist. Ich sag mal, so eine Kampfvorbereitung, jeder, der auch im Amateurbereich ist, weiß, dass das Ganze auch Eigeninitiative und auch Geld von sich selber aus kostet. Und das bei mir dann doch etwas ausgeartet ist, aber habe mich dann doch dazu entschieden, auch aufgrund von Unterstützung meiner Eltern, wenn es jetzt mal hart auf hart kommt und ich sage, du Papa, ich brauche jetzt, weil bei, sag ich mal, in meinem Leben sind halt viele Dinge wie beispielsweise Pferd und Katze. Die Katze hatte jetzt letztens beispielsweise mal eine Notoperation, da sind wir gleich 450 Euro fällig von heute auf morgen. Wenn man die Familie wie bei mir im Rückhalt hat, auch einfach, wenn man mal einen schlechten Tag hat, ich mache das regelmäßig, dass ich meinen Vater besuche. Letztens war ich auch beim Frühstück und ich dann so, ja, ich komme mal kurz zum Frühstück vorbei. Und die so, okay. Und dann Frühstück war halt wie in einem Hotel.
da muss ich echt sagen, ich wüsste nicht, was ich ohne die zwei machen würde. Auch ohne meinen Bruder, der mich auch immer wieder mental unterstützt und allgemein für mich da ist. Ohne Familie wäre bei mir schon ein anderer Punkt und ich will für meine Familie alles tun. Also am meisten Kraft hat es mich eigentlich gekostet, dass ich halt einfach nach München fahre fürs Training. Das sind einfach 100 Kilometer mit dem Auto, wo eigentlich nicht machbar, weil da tankst du im Monat schon 800 Euro nur. Dann hast du 2 Stunden Training, dann sind wir bei 6, 7 Stunden bis 8 Stunden, die ich aufwenden muss am Tag, nur um dann 1,5, 2 Stunden zu trainieren. Und jetzt ist es halt so, ich habe halt mein Training wirklich reduziert, was eigentlich nicht sein sollte. Vor der Kampfvorbereitung sollte man nochmal richtig reinpfeffern, aber ich pack's einfach nicht mehr. Der Zug, die ganzen Verspätungen, ich bin vor 24 Uhr nicht zu Hause, ich habe keinen Schlafrhythmus mehr, ich habe nur Heißhungerattacken, weil ich ständig von morgens bis abends gestresst bin. Ja, ich bin vielleicht einmal die Woche zu meinem Pferd gekommen und es ist eine Herzensangelegenheit, das ist ein Tier, was versorgt und gepflegt werden muss. Ich muss mir Leute organisieren, die sich mit drum kümmern, weil ich selber zeitlich nicht mehr geschafft habe. Haifa hat uns gesagt, aus ihrer Sicht schwimmst du ein Luxusproblem. Ja, natürlich kann man sagen, das sind Luxusprobleme, aber wenn man weiß, woher ich komme, dann weiß man, dass ich mir das alles jeden Tag und aufs Weitere selber hart erarbeitet habe. Zu sagen, du hast es geschenkt bekommen und es nicht anzuerkennen, dass man es sich hart selber erarbeitet hat. Und von dem her sage ich ja, danke für das Kompliment. Am Anfang belächeln sie dich für das, was du tust. Und am Schluss beneiden sie dich für da, wo du bist. Und das ist einfach so. Ja, warum sagt man, hey, du hast Luxusprobleme, ohne zu sagen, hey, voll geil, dass du dir das leisten kannst, dass du diese Probleme jetzt hast. Wer weiß, was ich für Probleme davor hatte. Denkst du, Haifa ist neidisch auf dich? Ich denke mal, dass es vielleicht schon sein kann, aber ich denke mal, dass vielleicht auch einfach das Verständnis gar nicht da ist. Wir kennen uns nicht gut genug, sodass dass sie beurteilen kann, woher ich komme, was ich in meinem Leben durchgemacht habe. Und es gibt viele Teile und Kapitel in meinem Leben, die ich auch nicht ansprechen werde, weil das niemand interessiert und es auch wirklich total irrelevant ist, weil das nichts damit zu tun hat, wer ich heute bin. Natürlich habe ich meinen familiären Rückhalt mittlerweile, aber dann hatte ich lange einen falschen Freundeskreis, habe dementsprechend auch viel mitgemacht, was man hätte in diesem Alter nicht mitmachen sollen. Ich denke schon, dass sie mich aufgrund von ihrem Biss und ihrem Ehrgeiz schlagen kann. Ich habe Respekt vor ihr, das hatte ich aber von Anfang an allgemein. Ich habe für jeden Respekt, der in den Cage steigt. Ich habe auch von Sandra unglaublichen Respekt gehabt, jeder auch danach. Also ich würde sagen, mit dem Project Y habe ich mir auf jeden Fall bewiesen, dass ich stärker bin, als ich doch gedacht habe, dass das Limit immer noch nicht erreicht ist, auch wenn ich denke, das Limit ist schon da, dann denke ich mal, dass man damit auch bewiesen hat, dass wir Frauen es auch schneller in der Kampfsportbranche auch zu was bringen können, dass wir stärker sind, als man doch uns oft munkelt, auch genauso einen Biss haben wie die Männer auch. Aber ich sage allein, dass ich das alles wuppen konnte, macht mich selber auch ein bisschen stolz und zeigt mir, dass ich mehr schaffen kann, als ich will. Also ich kann wahrscheinlich irgendwann, ich sage immer zum Spaß, wenn das ganze MMA-Ding rum ist, ich kann eine alleinerziehende Mutter sein, 3, 4 leiten und noch irgendwie nebenher noch mal was anders machen und habe wahrscheinlich genauso viel Stress, wie ich jetzt hatte. Freue mich aber tatsächlich auch auf die Zeit, wenn dann erstmal alles wieder ruhiger wird, wenn dieser Stresspunkt runterfährt, weil der Körper da einfach auch irgendwann nicht mehr mitspielt. Hi Haifa, ich will dir eigentlich nur sagen, ja, ich habe ein Pferd, ich habe ein Auto, ich habe mir alles hart erkämpft und so werde ich mit dem Sieg halt auch hart erkämpfen. Wo wir auserwählt worden sind, meintest du zu mir, die hau ich mir richtig aus dem Maul. Und das wirst du, da bin ich felsenfest überzeugt. Aber dadurch, dass ich es weiß, habe ich nichts zu verlieren. Also freu dich. So, genug gequatscht. Wir gehen jetzt ins Training. Das will ich im Kampf haben. Boom, durch. Yeah. Wenn es nur steif ist, dann tipp ich einfach drüber. Es geht darum, jetzt die Laura wirklich taktisch einzustellen. Da musst du weiter Lücken suchen und arbeiten. Das Schlimmste, was passieren kann, ist eine volle Abfuhr zu kriegen. Alle vor Freunden, vor Familie.